Hallo, ihr Viking, und damit recht herzlich willkommen auf unserem Kanal, unserem kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen Midnight Nightmare. Ich habe keine Ahnung, um was in dem Spiel geht. Ist von Free Studios. Ich gehe mal in die Settings. Alter, das braucht man doch nicht. Ich spiele mal auf High. Back. Aha. Type, I have read the control to... Really? I have read the controls. Nicht schlecht. Wir wachen auf. Wer klopft an der Tür? Ich soll die Kameras an meinem Laptop vorher kontrollieren. Checken. Wer vor der Tür steht. Your PC ran into a problem that couldn't handle. Na, danke fürs Gespräch. Er ist gecrashed. Save. You forgot the password again. Well, I won't give it a whistle this time. Solve this puzzle. Roses are red, violets are blue. The password is your computer's name. You are the one that should take the blame. I'm 100% sure you don't even... Rosen sind rot, Pfeilchen sind blau und das Passwort ist der Name meines Computers. Und da oben steht, links oben steht, ich mach mal kurz die Fresse weg. Windows. System and Security System. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel vorhin schon mal getestet und bin dran verzweifelt. Und da habe ich jetzt mir auf meinem Laptop den Namen in der Option hier oder bla 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 den Namen hier kopiert. Und den werde ich jetzt probieren, weil ich habe ja meinem Laptop keinen Namen gegeben oder so, ne? Hallo? Enter Passwort. Ich kann nicht ein... Warte mal, ich probiere mal was. Steuerung V. Ah, das ist der Name. So heißt mein... Ihr müsst also den Namen, den Systemnamen, wenn ihr jetzt bei Einstellungen System Info reingeht, da steht ganz unten der Name des... Wir haben einen Schlüssel. We got a key. Nice. Gibt's da sonst schon was? Oh. Hier können wir uns verstecken. Im Schrank können wir uns verstecken. An wen erinnert mich das Bild? An die Medusa? Die Augen auf jeden Fall so. Aber die sieht so freundlich aus, weil die Medusa ist ja böse, ne? Die mit den ganzen Schlangen auf dem Kopf. Oh mal, tap. Grab the pill. Inventory? Hallo? Hier steht doch gar keiner. Ich glaube, ich sollte nicht so viel Lärm machen. Oh, Apple Pie! Oh, die Bilder sind alle so traurig. Da kommt einer.
is tot. What? Leute, wir sind tot. Also mit Steuerung V einfügen funktioniert. Somit hier Rechtsklick geht nicht. Wie war wunderbar. Wir müssen also, wenn wir ihn hören, in unseren Schrank. Also schnapp ich mir. Es lag schon am Boden. Wir sollen uns aber die Pistole schnappen. Noch kommt er nicht. Da oben ist eine Videokamera. Wie crazy ist denn das? Und da der leckere Apple. Ich krieg schon wieder Hunger, ja. Ich hab eigentlich immer Hunger. Was? Eine Halluzination? What? Da steht irgendein Schattending da unter der Dusche. What? Wir haben eine Flashlight. What the hell? Leute! Ich meine, es ist ein cool gemachtes Spielchen. Ohne Frage. Wow. Wieso habe ich jetzt den Stuhl vor mir? Leute, ich habe diesen Bug. Ich habe einen Stuhl vor mir. Wie blöd ist denn das? It's dead. Charger. Das ist der Laptop. Bedroom Cam. Who does have a weapon? Wir brauchen eine Waffe. Was? Wir brauchen eine Waffe. Und ein Versteck. Er hat eine Axt! What? Der Sack hat eine Axt. Leute, der hat eine Axt. Der hat tatsächlich eine Axt. Yeah. We got it. Leute, wir haben die Waffe. Wir sind bereit. Holy moly. What the... Leute! Wie verrückt ist denn das? Wow. Nice, nice. Aber wir haben das mit dem Smartphone nicht ausprobiert. Naja, aber zumindest mal sind wir nicht gestorben. Ja, sag mir eins. Huh. Nicht schlecht. Das war auf jeden Fall Midnight Nightmare.
Cooles Spiel, Grafik für Unity Engine, ein paar Bugs hat es noch, und aber sonst nicht schlecht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet wieder auf meinem Rost-Kanal. Bitte bewertet euch dieses Video, schreibt was in die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken. Press the Head-Button for Subscribe und Channel. Ansonsten genießt das Leben, enjoy life, habt Spaß miteinander und Pause. Bis zum nächsten Mal. Sagt schön mit dir. Wir haben überlebt. Entkommen. Survive.